Nun, mein Vogt, dann lasst mich erzählen, wie es sich zugetragen hat. Alles begann damit, dass wir dieses bemitleidenswerte Mädchen aus dem Fluss gezogen haben. Flackernder Feuerschein erhellte die Nacht und die große Ruine, die sich nun gegen das Mardermal abhob. Die Preiausscheibe war schon seit einiger Zeit versunken und allmählich war so etwas wie Ruhe auf dem Burghof eingekehrt. Der Trubel, den die Ankunft des Vogtes ausgelöst hatte, hatte ein genaueres Erläutern der Umstände zunächst unmöglich gemacht. Seine Männer hatten mit den Angehörigen der Burg die Ruine auf der Suche nach Überlebenden durchkämmt, konnten aber nur eine Leiche nach der anderen zutage fördern. Besonders der entstellte Körper des Herrn von Sturzenstein hatte dabei großes Aufsehen und Bestürzung erregt. Für die Eltern und Kinder, die sich nun endlich wieder in die Arme schließen konnten, war am Feuer Platz geschaffen worden. Auch wurden die Vorräte der Burg so gut es ging genutzt, um ein deftiges Abendessen für alle Überlebenden zu kochen. Von eben jenem Feuer drangen nun gedämpfte Stimmen zu den kleinen Gruppen hinüber, die sich um den Vogt und seine rechte Hand an einem eigenen kleinen Feuer versammelt hatten. Aurea, Hector und Vanya saß der Schreck des frühen Abends immer noch in den Knochen. Ihre kleineren Verletzungen waren versorgt worden und man hatte ihnen einen Platz am großen Feuer angeboten. Aber sie waren lieber bei Leovin geblieben, der ebenso wie Melinka und der Alchemist und seine Schwester an das Feuer des Vogtes gebeten worden waren. Und jetzt beobachteten sie ein wenig fassungslos, wie Melinka sich eine Geschichte sondergleichen zusammenreimte. Das arme Ding war völlig durchnässt, unterkühlt und halb verhungert. Wir von der Mirostreu haben sie dann erst einmal aufgepäppelt. Und kaum, dass es ihr besser geht, erzählt sie uns, dass sie aus einem dunklen Keller geflohen ist, wo merkwürdige Experimente an Kindern durchgeführt werden. Und das konnte man nun wirklich nicht einfach ignorieren. Da sie sich aber an den Weg nicht erinnerte, galt es, ihre Spur aufzunehmen. Und da kam dann unser werter Herr Ritter ins Spiel. Seht ihr, das Zwergenkind da vorne versteht sich zumindest auf das Lesen von Spuren. Und so konnte ich die Burg schnell von einem Hügel ausfindig machen. Da das kleine Mädchen die Burg immerhin besser beschreiben konnte als den Weg, war ich mir sehr sicher, den üblen Ort vor mir zu haben. Wie gut, dass ihr an Bord wart, werter Herr von Elsternberge, und eure Hilfe angeboten habt. Nun, ein Streiter der Rondra kann nicht daneben stehen, wenn Unschuldige zu Schaden kommen. Wahre Worte. Wie dem auch sei. Natürlich hieß es nun, in die Burg zu gelangen. Vor allem, weil es dunkel wurde und das Kind von Schwarzpelzen berichtet hatte. Also schlug ich ein kleines Fexensspiel vor, in dem wir uns als ein Haushalt ausgaben. Das war natürlich nicht die Praios gefälligste Herangehensweise, aber sie öffnete uns das Tor. Und als ich die Schwarzpelze im Burghof erblickte, war ich umso froher um unsere Tarnung. Die nächsten Tage verbrachten wir als Gäste des Herrn von Sturzenstein. Mir fielen dabei einige Merkwürdigkeiten auf. Nicht nur hatte er ein gehobenes Interesse an meiner Wenigkeit, nein, er verkehrte außerdem mit einem Alchemisten, den er für sich forschen ließ. Weitere Nachforschungen meinerseits zeigten dann auf, dass die Forschung des Alchemisten nicht ganz göttergefällig war. Er versuchte nämlich, ein Serum herzustellen, das einem Unsterblichkeit verleiht, indem er an Kindern herumexperimentierte. Wie meinen Sie das, Haranon? Stimmen diese Anschuldigungen? Ja, das sind alles haltlose Unterstellungen. Ja, ich habe für Sturzenstein gearbeitet. Aber es gibt keine Beweise dafür, dass ich den Kindern etwas angetan habe. Das ist eine dreiste Lüge. Hofft ihr etwa davonzukommen, jetzt wo ihr euer Labor angezündet und zerstört habt? Was Beweise angeht, das Labor wurde wirklich zerstört und die Kinder kamen sowohl mit dem Herrn Lederer als auch Fräulein Melinka heraus. Fräulein Melinka, ihr erwähntet etwas von Beweisen. Nun ja, es stimmt, dass er mit mir hinauskam. Allerdings war das eher, um ihn in meiner Nähe zu haben, damit er nicht die Flucht ergreifen könnte. Außerdem hatte ich ja seine Schwester befreit. Seht ihr, der Herr von Sturzenstein hatte sie gefangen gehalten, ganz oben im Turm, um mit ihrem Leben ihren Bruder zu erpressen. Ist das wahr, Fräulein Lederer? Es ist wahr, mein Vogt. Herr von Sturzenstein ließ uns beide vor langer Zeit entführen und schloss mich oben in den Gemächern ein.
Nach einem Fluchtversuch war ich dort mit einer Kette angekettet. Man kann den Abdruck noch deutlich an meinem Fuß sehen. Stimmt. Sturzenstein drohte mir immer wieder damit, dass er sie töten würde, wenn ich es nicht schaffe, das Unmögliche möglich zu machen. Und das wäre? Nun, er wollte tatsächlich, dass ich eine Möglichkeit finde, seine Jugend zurückzubringen und sein Leben zu verlängern. Aber das heißt nicht, dass... Das genügt! Frau Lederer, hat euer Bruder euch jemals erzählt, was er in seinem Labor treibt? Nein, nie. Wir durften einander kaum sehen. Und wenn wir es durften, waren immer Wachen dabei. Ich dachte, das wäre der Grund, warum er dieser Frage ausweichen würde. Nalia. Fräulein Lederer, ich kann verstehen, wenn ihr euren Bruder schützen wollt. Aber wenn ihr etwas verheimlicht, macht ihr euch genauso vor den Göttern schuldig wie er. Nein, ich weiß wirklich von nichts. Er hat mir nichts erzählt. Sie weiß nichts. Sie sagt die Wahrheit. Hernon, was hast du nur getan? Fräulein Melinka, wie sieht es denn nun aus mit den Beweisen? Ihr sagtet, ihr seid auf etwas gestoßen. Nun ja, ich... Fräulein Melinka hat mich gebeten, die Beweise zu sammeln und bei mir zu behalten. Deshalb lasst mich die Lücken füllen, mein Vogt. Zum einen befanden sich mehrere Bücher im Labor von Herrn Lederer, die sich mit dem Thema der Langlebigkeit verschiedener Rassen befassten. Diese können wir nun freilich nicht mehr zu Rate ziehen. Aber es gelang uns, einen Teil seiner Forschungsaufzeichnungen zu sichern. Wenn ihr sie euch ansehen wollt, bei der dort beschriebenen Person handelt es sich um die kleine Brynwen, die entkommen konnte. Wenn wir sie und die anderen Kinder befragen, werden sie bestätigen, dass es sich bei ihrem Peiniger um besagten Herrn Lederer handelt. Ich hatte ebenfalls vor, die Kinder zu befragen, allerdings zu einem späteren Zeitpunkt. Sollte sich dabei herausstellen, dass Herr Lederer wirklich keine Hand an sie gelegt hat, ist er ein freier Mann. Bis dahin werden wir aber euch und eure Schwester in Ketten legen, damit ihr nicht fliehen könnt. Und sollte sich durch die Befragung der Kinder herausstellen, dass ihr mich angelogen habt und versuchtet, mich zu täuschen, werden die Konsequenzen schlimmer sein, als ihr euch das vorstellen könnt. Dies ist eure letzte Chance, Herr Alchemist. Haranon, ich weiß nicht, was du dort unten getan hast. Aber wenn du wirklich etwas mit der Entführung der Kinder zu tun hast, dann ist ein Eigengeständnis deine einzige Chance, auch von den Göttern um Verzeihung zu bitten. Ich bitte dich. Haranon Lederer ergriff die Hände seiner Schwester und öffnete bereits den Mund, um ihr erneut zu beteuern, dass er nicht das Monster war, welches alle in ihm sehen wollten. Aber etwas hielt ihn zurück. Es war wie ein Stechen im Nacken, das intensive Gefühl, beobachtet zu werden. Dunkle Augen, die ihn über den Feuerschein hinweg anstarrten. Sein Blick fiel auf die Zwergin, den jungen Geweihten und das schwarzhaarige Mädchen. Ihre Blicke schienen sich in seinen Kopf zu bohren. Die Augen des jungen Mädchens erinnerten ihn daran, dass er ein leichtsinniges Versprechen gegeben hatte. Er hatte versprochen, dass er gestehen würde, dass er alles gestehen würde. Aber erwartete sie nun wirklich von ihm, dass er seine gerade erst wiedergewonnene Freiheit einfach so aufgab? Diese Augen, wie die Augen der Kinder, groß, rund, sie bereiteten ihm Kopfschmerzen. Würden sie jemals wieder aus seinem Kopf verschwinden? Oder ihn ewig in seinen Albträumen heimsuchen? Ihm war bewusst, dass die Pause mittlerweile viel zu lang für seine ehrliche Beteuerung geworden war, und wieder starrten ihn alle diese Augen an. Er wollte, dass es aufhörte. Es ist nicht nötig, die Kinder dazu zu befragen. Sie sollte nicht noch mehr leiden, als sie es ohnehin schon mussten. Es ist alles wahr, was gesagt wurde. Hagol von Sturzenstein entführte meine Schwester, um mich in seine Dienste zu zwingen. Über Jahre hinweg verlangte er von mir eine Formel, mit der sich der natürliche Alterungsprozess aufhalten und umkehren lässt, zu finden. Er wollte seine Jugend zurück, da er Boron mehr als alles fürchtete. Ich forschte fieberhaft an einer Möglichkeit, ihm sein Verlangen zu erfüllen. Aber Forschung braucht Zeit, und die hatte er nicht.
Er wurde immer ungeduldiger und drohte zuerst damit, Nadia zu foltern und später mit ihrem Tod, da er glaubte, ich würde ihn hinhalten. Egal, was ich sagte. Den Wahnsinnigen ist mit Vernunft nicht beizukommen. Ich gebe zu, dass ich mehr als einmal daran dachte, ihn einfach zu vergiften, wenn er nicht für den Falle seines Todes durch meine Experimente angedroht hätte, sie als Hexe auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. Er war ein grausames Biest. Aber wie sehr wollte mir erst viel zu spät klar werden. Also stammt die Tinktur, die den Herrn von Sturzenstein so entsetzlich entstellt hat, auch von euch? Ja, ja, alles von mir. Aber es reichte ihm nicht. Es war ihm nicht genug. Einmal hatte ich versucht, ihn mit einer seiner beeinflussenden Substanzen endlich zufriedenzustellen. Aber sie wirkte nicht, wie sie sollte. Anstatt dass er sich jung und belebt fühlte, führte sie zu Herzrasen und Hysterie. Er ließ mich beinahe totschlagen, als er herausfand, wie ich versucht hatte, ihn zu betrügen. In meiner Verzweiflung versuchte ich mit einem letzten, aber witzigen Vorschlag, ihn von seinem Irrsinn zu überzeugen. Ich erfand die Lüge, dass ich für meine Arbeit Kinder bräuchte, um ihnen ihre Jahre zu stehlen, und dachte, dass wenigstens bei Kindern sich die letzte Menschlichkeit in ihm regen würde. Oh, wie habe ich mich getäuscht. Kurz darauf begannen die Schwarzpelze unter Anleitung von diesem Jast Kinder in die Burg zu schleppen. Wenn ich gewusst hätte, dass er auf den Vorschlag einging, ich hätte so etwas nie einmal vorgeschlagen. Bei den Göttern! Ich war wie vor den Kopf geschlagen und versuchte herauszuzögern, was ich konnte, indem ich teure Zutaten beschaffen ließ. Aber irgendwann konnte ich ihn nicht mehr hinhalten. Was ich getan habe, ist unverzeihlich, aber ich tat es, um das Leben meiner Schwester zu schützen. Sie ist das einzig Gute, was mir in meinem Leben noch geblieben ist. Sie ist unschuldig, mein Herr. Ihr dürft sie nicht bestrafen. Vielmehr bitte ich euch, dass ihr sie in eure Obhut nehmt, wenn ich nicht mehr für sie sorgen kann. Dies werde ich wohl tun können. Legt diesen Mann dort in Ketten und führt ihn ab. Ich werde an einem anderen Tag über ihn Gericht halten. Und bringt Fräulein Lederer in ein Zelt. Euch, Fräulein Melinka, habe ich wohl zu danken. Ohne euren großen Heldenmut wären diese schrecklichen Vorfälle wohl lange noch nicht aufgeklärt worden. Ich will euch reichlich dafür belohnen und euch meinem Lehnsherrn bekannt machen und empfehlen. Nun, das ist ja wohl das Mindeste. Ich bin mir sicher, er wird von einer so äußerst mutigen und, wenn ihr mir die Bemerkung erlaubt, liebreizenden Heldin sicher wissen wollen. Wie meint ihr, soll ich euer Gefolge belohnen? Einem Ritter steht es nicht zu, sich mit Heldentaten zu brüsten, mein Vogt, und euer Lob ehrt auch uns sehr. Aber es sehnt sich mein Herz weder nach Gold noch nach Land. Wenn ihr mir und meinen drei jungen Gefährten ein wenig Weggeld und Proviant mitgeben wollt, ist dies mit eurem Wohlwollen Lohn genug. Aber... Bescheidenheit, meine jungen Freunde. Eine Tugend, die gelernt werden will. Wir bedanken uns noch einmal untertänigst, mein Vogt, aber nun würden wir uns zurückziehen. Nach den Schrecken dieses Abends brauchen wir doch eine warme Mahlzeit und etwas Ruhe. Dann geht mit dem Segen der Götter, Herr von Elsternberge. Aber ihr, meine schöne Melinka, leistet mir doch hoffentlich noch etwas Gesellschaft. Wie könnte ich da Nein sagen? Im improvisierten Zeltlager des Herrn von Nielsitz kehrte nach all den Befragungen wieder Ruhe ein. Man freute sich, dass die Kinder wieder in die Arme ihrer Eltern zurückgefunden hatten. Zumindest die meisten. Hektor sah in einige vergeblich suchende und traurige, dann entsetzte und ungläubige Gesichter. Vor einem der Zelte, welche man ihnen bereitgestellt hatte, saßen Hektor, Vanya, Aurea und Leovin etwas abseits beisammen, und der Travianovize konnte seine Augen nicht von den Trauernden wenden. Das Gespräch um ihn herum nahm er gar nicht so richtig wahr. Ich habe das alles hier gemacht. Seht mich an, wie toll ich doch bin. Pah! Da schaut sie euch an, wie sie da drüben vor dem Zelt mit dem Herrn von Nielsitz schäkert. Uah! So wie sie es gestern noch mit euch gemacht hat, Herr von Elsternberge. Wollt ihr denn gar nichts dagegen tun? Weißt du, Aurea, es ist vielleicht besser so. Ich hege keinen Groll gegen Melinka.
Im Gegenteil. Sie schmeißt euch weg wie eine warme Kartoffel, sobald jemand mit mehr Geld auf der Matte steht. Widerlich! Und euch schaut sie mit dem Hintern nicht mehr an. Nach unserem Streit in der Burg habe ich das vielleicht auch verdient. Worum ging es denn da? Nun, also, um die Zukunft. Genau, sie hatte wohl eine völlig falsche Vorstellung vom Ritterleben. Da habe ich ihr reinen Wein eingeschenkt und das hat ihr wohl nicht gefallen. Unterstreicht nur die Abscheulichkeit dieser Ziege. Ihr habt ihr wohl nie was bedeutet. Merkwürdig, dass dich das stört, Vanya. Es scheint so, als ob Melinka nicht mehr mit uns weiterziehen wird. Also bist du sie doch los. Danke den Göttern doch, dass deine Gebete erhört wurden. Darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, dass sie sich mit unseren Taten brüstet. Und, ach, sie ist einfach nur... Aber das verstehst du nicht, Hector. Vermutlich nicht, nein. Und ihr, Herr von Elsternberge, habt es vor dem Herrn von Nilsitz nicht mal richtig gestellt. Weißt du, Vanya, vielleicht habe ich erkannt, dass ein Leben mit Melinka nicht der richtige Weg wäre für mich. Ich habe euch ja auch immer gesagt, dass das Leben hier in der Wildnis gefährlich ist. Man weiß nie, worauf man trifft und welche Gefahren einen begegnen. Ich bin froh, wenn sie nun ihren eigenen Weg geht. Und was die Ereignisse in der Burg angeht. Nun, es ist wichtig, was geschehen ist, nicht wie es geschehen ist. Wichtig ist doch, dass die Kinder in Sicherheit sind, dass Sturzenstein sein Ende gefunden hat und dass Lederer für seine Taten bestraft wird. All das haben wir erreicht. Das ist doch gut. Ja, wir haben das erreicht. Nicht Melinka? Melinka war dabei. Aber sie tut so, als ob sie alles gemacht hätte. Dabei waren wir es, die... Was ändert das? Das Ergebnis bleibt dasselbe. Oder hast du das alles nur gemacht, damit dich andere anhimmeln, wie sie es jetzt mit Melinka tun? Du wolltest, dass sie nicht mitkommt. Du wolltest, dass die Kinder befreit werden und Gerechtigkeit herrscht. Das ist eingetroffen. Woher also die Eifersucht? Bin nicht eifersüchtig. Wir denken nur nicht, dass es gerecht ist. Wenn wir weiter gemeinsam durch die Lande ziehen, werdet ihr merken, dass Gerechtigkeit etwas sehr Nebulöses ist. Ihr müsst lernen, zufrieden zu sein mit dem, was euch die Götter schenken. Bescheidenheit und Demut sind nicht umsonst ritterliche Tugenden. Vermutlich habt ihr recht. Ich hatte mir das alles nur anders vorgestellt. Und bescheiden waren eure Geschichten bisher auch nicht. Ach, weißt du, wenn wir in ein paar Marderläufen in ein fernes Dorf kommen und wir uns zurückerinnern an das, was hier geschehen ist, den Menschen dort von dem bösen Burgherren und seinem Alchemisten erzählen. Nun, wer will dann dort etwas von Melinka hören? Geschichten werden von denen gemacht, die sie erzählen. Ihr meint, es ist alles nur gelogen? Wieso gelogen? Nein, wir erzählen, was wir erlebt haben, was uns wichtig war. Ich bin mir sicher, Vanya ist Melinka nicht wichtig, oder? Oh, da könnt ihr euch sicher sein. Aber ist es nicht auch die Tugend eines Ritters, immer für die Wahrheit einzutreten? Ich habe auf meinen Reisen gelernt, dass Wahrheit das ist, was Menschen für wahr halten. Und noch einmal, wir erzählen die Geschichte ja nicht falsch. Wir erzählen sie, wie sie uns wichtig ist. Ich kann mir nicht helfen, aber das ist irgendwie verkehrt. Ich glaube, ich verstehe jetzt, was ihr meint, Herr von Elsternberge. Melinka macht hier die Geschichte auch so, wie sie es will. Ihr lasst sie einfach nur machen, weil ihr ja den Ruhm gönnt, denn wir wissen, was wirklich geschehen ist. Und wir werden die Geschichte auch in ein paar Götterläufen noch erzählen. Und dann ist es nicht wichtig, wer am Ende ein paar Münzen Gold bekommen hat, sondern wie die Zuhörer über die Helden der Geschichte, also uns, denken. Ist es nicht so? Ihr überrascht mich immer wieder, Fräulein Zwergin. Ich bleib dabei. Ich gönne dieser Schnepfe nicht das Dunkle unter den Fingernägeln. Hast du uns gerade als Helden bezeichnet, Aurea? Ja. Das sind wir doch. Oder? Ich meine, wir haben uns diesem Stutzenstein und seinen Schergen mutig entgegengestellt. Jeder auf seine Weise. Und wir haben Unschuldige befreit. Ja, ich glaube, das macht uns zu Helden. Oder? Vielleicht. Worauf schaust du da eigentlich die ganze Zeit, Hector? Da. Die Leute am Feuer da drüben. Das ist eine der Familien, deren Kind wir nicht retten konnten. Schaut doch.
Wenn du in ihre Gesichter siehst, dann... Ich weiß nicht, ich... Heldenhaft fühle ich mich nicht dabei. Du hast wieder mehr im Blick als wir alle, Ektor. Ja, auch das ist eine Lektion, die man lernen kann. Egal wie gut die Geschichte endet, es gibt immer auch Verlierer. Ich wünschte nur, wir könnten unsere Geschichte so gestalten, dass es ihnen nicht so schlecht geht. Ach, Ektor, das ist das Leben. Leid und Verlust gehören nun mal dazu. Du kannst da nichts machen. Du musst das akzeptieren. Wir sind so behütet aufgewachsen in Erlenruh. Und nun sind wir kaum ein paar Tage weg. Da werden wir mit Leid und Trauer in diesem Ausmaß konfrontiert. Leid und Trauer gab's auch in Erlenruh. Aber da hatten die Leute Vater Patras, der sie durch ihre Trauer begleitet hat. Diese Leute da drüben haben anscheinend niemanden. Ja, Vater Patras wüsste jetzt, was zu tun ist. Er hatte immer ein aufmunterndes Wort, eine Geste oder... Oder einen dieser Kekse. Oh ja, die Kekse. Bist du nicht sein Novize, Ektor? Ja, schon. Dann hat er dir sicher viel beigebracht und du hast viel von ihm gelernt, oder? Ja. Auch wie man mit trauernden Menschen umgeht? Vater Patras hat damals für meine Eltern eine tolle Zeremonie abgehalten. Für den Moment hat das den Schmerz gelindert. Ja. Und als Firu dann nicht mehr von der Jagd zurückgekehrt ist damals und wir keine Leiche finden konnten, da hat er in der Nachbarstadt Bilder von ihm malen lassen und sie aufgeschellt, sodass sich alle im Dorf an ihn erinnern konnten. Ja, ich erinnere mich. Er hat mich immer bei seinen Planungen die Mitschriften machen lassen. Na, dann weißt du ja, wie er, wenn er jetzt hier wäre, diesen Menschen dort helfen würde, oder? Und da er nicht persönlich da ist, haben diese Leute nun den Travia-geweihten Ektor Tannhaus, der sich um sie kümmert. Geh hin zu ihnen und mach das, was Patras machen würde. Na los! Aber ich bin nur ein Novize. Ich bin nicht Patras. Nein, Ektor. Du bist nicht Patras. Du bist... Was bin ich? Du bist Ektor. Du hast alles von Patras gelernt, was dieser wusste. Und jetzt sogar noch Heldentaten vollbracht. Und du ziehst mit einem Ritter umher und... Ach, naja. Leovin hat recht. Du bist jetzt hier der Travia-Jünger. Der Vertreter der Zwölfe. Du weißt, was zu tun ist. Dir ist das Leid aufgefallen. Jetzt geh hin und mach, was du gelernt hast. Ja, Ektor. Geh hin. Du schaffst das. Ihr habt recht. Und hier habe ich auch noch ein paar Kekse. Danke, Vanya, dass ihr alle an mich glaubt. Mit diesen Worten stapfte Ektor selbstsicher hinüber zu den anderen an das Lagerfeuer. Man sah ihn Kekse anbieten und schnell schien er mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Aurea, Leovin und Vanya blickten zu ihm herüber und winkten ihm hin und wieder aufmunternd zu. Ich hätte nie gedacht, was so alles in ihm steckt. In euch allen. Ach, ist das so? Ja, entschuldigt, dass ich euch zuerst nicht für voll genommen habe. Ich hielt euch für Kinder, aber spätestens heute habt ihr bewiesen, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Ja, wir sind kleine Helden, nicht wahr? Ja, das seid ihr. Wie sieht es eigentlich mit euren Überlegungen aus? Damals oben an diesem alten Baum, da habt ihr uns doch versprochen, dass ihr euch überlegt, ob ihr Aurea als Knappin eine Chance gebt. Bewiesen hat sie euch ja anscheinend, was in ihr steckt. Willst du das denn überhaupt noch, Aurea, nach allem, was passiert ist? Ja, ich denke schon. Auch wenn ich nicht genau weiß, was ich alles dafür machen muss. Haha, naja, das wirst du schon sehen. Es ist ein ehrenvolles und schwieriges Amt. Und ich weiß nicht, ob ich deinen Vorstellungen gerecht werde. Aber ich kann mein Bestes tun, um dir beizubringen, was ich weiß. Ich würde mich geehrt fühlen, die Knappin von Ritter Leovin von Elsternberge zu sein. Na dann, kleine Freundin,
beginnen wir morgen mit deiner Ausbildung. Ehrlich? Na, jetzt guck nicht so. Das ist doch das, was du wolltest. Danke, Herr von Elsternberge. Danke. Ich schwöre, dass ich immer mein Bestes gebe und dass ich... Schon gut, schon gut. Du kannst mich jetzt wieder loslassen. Ich werde auch mein Bestes geben. Aber was ist mit Vanya und Hector? Können sie uns auch begleiten? Nun, ihr drei seid ein eingeschworenes Häufchen. Wer bin ich, dieses funktionierende Gebilde zu zerbrechen? Vorausgesetzt, die beiden wollen uns auch begleiten. Also ich kann nur für mich sprechen, aber ich bin dabei. Ich kann doch meine beste Freundin nicht alleine in all die Abenteuer ziehen lassen. Und Hector, naja, den kriegen wir auch noch überzeugt, dass er uns begleitet. Eine Bedingung habe ich aber noch. Wenn wir gemeinsam reisen, dann haltet ihr euch immer genau an das, was ich sage. Wir machen die Dinge so, wie ich es bestimme. Gern könnt ihr eure Meinung dazu sagen, aber ich entscheide. Und vor anderen möchte ich nicht, dass meine Stellung in Frage gestellt wird. Wir sind ein Ritter und Gefolge. Und so treten wir dann auch auf. Ich rede mit den Menschen zuerst. Ihr redet, wenn ich sage, dass es in Ordnung ist. Verstanden? Das klingt komisch. Wir sind einverstanden. Nicht wahr, Vanya? Bitte. Komm schon. Na gut. Aber ich bin nicht mehr die Zofe, die die Wäsche waschen muss. Haha, nein, keine Sorge. So verstrichen die Abend- und Nachtstunden. Nach all den anstrengenden Erlebnissen fanden Vanya, Aurea und Leowin zügig in die Borons gefälligen Träume. Während Hector die Nacht über an etwas zu arbeiten schien. Am nächsten Morgen, die Preios-Scheibe hatte gerade ihre ersten Strahlen nach den Zelten der Freunde geschickt, platzte der Travia-Novize fröhlich und aufgekratzt in das Zelt von Vanya und Aurea. Man sah ihm an, dass er die Nacht nicht geschlafen hatte und vielleicht 5 oder 6 Tassen von dem starken Mokka-Gebräu, was Yannis ihnen am Abend angeboten hatte, zu viel getrunken hatte. Er betrat das Zelt und fuchtelte hektisch mit einem dicken Bündel Papiere in der Hand umher. Guten Morgen, ihr Lieben! Ist es nicht ein toller Morgen? Preios hat sich selbst übertroffen. Ach, ja, kommt schon, die Preios-Scheibe ist schon zu sehen. Ich habe noch was von Yannis Mokka und Käsebrot. Na, hoch mit euch. Boah, Hector, was soll das? Was bist du denn so aufgekratzt? Rate. Na? 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 Du hast ein Troll gesehen? Nein. Sowas gibt's doch nur in dem Märchen. Nein. Ratet weiter. Du hast herausgefunden, dass es total Travia gefällig ist, seine Freundin noch ein paar Minütchen in Borons sanften Armen zu lassen? Nein. Ach, ihr kommt nie drauf. Hier, ich habe eine Beerdigungsansprache geschrieben für die begrabenen Kinder. Und ich habe gestern Nacht noch mit den Bütteln von Herrn von Nilsitz abgemacht, dass wir heute Morgen losziehen und die Kinder ordentlich begraben. Wir nehmen die Familie mit und geben ihnen einen würdigen Abschied und führen die geplagten Seelen der Kinder in Borons Hallen, dort, wo sie hingehören. Das ist ja toll, Hector. Wann geht es los? Ich will, glaube ich, auch dabei sein. Das sollten wir alle. Guten Morgen allerseits. Ich sehe, ihr seid alle schon wach. Hervorragend. Ja, Hector hat uns geweckt. Haben wir dann noch Zeit für dieses Mokka-Getränk? Das klang gut. Wo ist das denn? Hier draußen, Fräulein Vanya. Dafür müsstet ihr aus eurem Schlafsack heraus. Ich hab's befürchtet. Ich komm ja gleich. Und ihr knappen Pottbrauer, euch sehe ich in ein paar Minuten zur morgendlichen Leibesertüchtigung. Auf, danach gibt's Frühstück. Jawohl, Herr von Elsternberge. Ich bin allzeit bereit und schon auf dem Weg. Aber wie kann man früh morgens schon so voller Energie sein? Also,
wenn Aurea eh erst noch Übungen mit Leowin machen muss, dann kann ich ja noch was schlafen. Nein, du musst mir helfen, die Rede zu üben, Vanya. Oh, komm schon, hoch mit dir. Ich brauche, wen der zuhört und mir dann sagt, ob es gut ist. Ah ja, ich kann auch hier im Schlafsack zuhören. Schieß los. Ich dreh mich hier nochmal um und du redest los. Vanya? Was denn? Das ist mir wichtig. Das ist meine erste Beerdigung. Ich will das richtig machen. Komm schon, hilf mir. Bitte. Na gut. Gib mir ein paar Augenblicke, um mich frisch zu machen. Und bring ja den Mokka mit. Du bist die Beste. So übte jeder auf seine Weise an diesem Morgen. Und nach einem gehaltvollen Frühstück führte Jannis die Familien, die Büttel und auch Leowin, Aurea, Vanya und Hector zur Senke, in der die Schwarzpelze die Kinder so beiläufig verscharrt hatten. Vorsichtig machten sich die Büttel mit Hilfe von Leowin und Aurea daran, die Leichen erst freizulegen und danach anständige Gräber auszuheben. Jannis, Hector und Vanya beschäftigten so lange die Familien vor der Senke, indem sie aus allerlei bunten Blumen und Blattwerk Schmuck beibegaben, für die Gräber flochten. Sie sollten nicht sehen müssen, wie schlimm es um die Leichen ihrer Liebsten stand. Als alles bereit war, führte Hector die Familien in die Senke. Mit aufrechtem Rücken stellte er sich vor die versammelten Leute. Hastig kramte er in seiner Tasche und holte die kleine Gänsefeder hervor, legte sie auf eines der errichteten Boronsräder, atmete noch einmal tief ein, um sich zu konzentrieren, und begann dann mit seiner Traueransprache. Gütige Herrin Travia, gnädiger Herr Boron, wir haben uns hier versammelt, um Abschied zu nehmen. Herausgerissen aus dem Bund des Herdfeuers, aus diesen Familien wurden diese unschuldigen Seelen. Wir führen sie nun zurück in deine heiligen Arme, Mutter Travia. Führe die Familien in der Trauer um den Verlust ihrer Kinder wieder zusammen. Segne du, o barmherzige Göttin, diese trauernden Menschen hier. Möge dein warmes Herdfeuer ihnen Trost und Wärme spenden. Gib Gewissheit, dass du sie mit deinem Bruder Boron sicher in seine Hallen geleitest. Und du, Herr des Todes, diese Menschen übergeben wir an dich. Sie hatten nie die Gelegenheit, lange auf Dere den Willen der Zwölfe zu tun. Wenn du, o gerechter Begleiter der letzten Wege, deinen Urteilsspruch über ihre Seelen sprichst, wisse, dass die Herrin des Herdfeuers selbst für sie eintritt, durch mich, ihren niedersten Diener. Diese Kinder schieden aus unserer Welt und wir, die wir zurückgeblieben sind, vermögen nicht zu sagen, nach welchem der zwölf göttlichen Paradiese ihre kleinen Herzen sich sehnen. Schicke deine Raben aus, diese rastlose Seelen aufzunehmen. Möge Golgari sie führen vor Rheton, die Allwissende. Mögen diese Seelen nach deinem Urteil finden, wofür sie bestimmt sind. Das bitte ich in deinem Namen, Herr der Toten, und im Namen der ewig treuen Travia, die meine und unser aller Schutzpatronin ist. Führe ihre Seelen heim. Euch, liebe Leute, sei versprochen und sei gewiss, dass die Zwölfe unseren Seelen gnädig sind. Eure Kinder werden ihren Weg finden in die Hallen, an deren Tür sie klopfen mögen. In unseren Erinnerungen bleiben sie Teil der heiligen Familie. Nun lasst sie in Frieden ziehen in ihre neue Heimat, im Schoß der Zwölfe, und seid euch gewiss, dass ihr sie dort wiedersehen werdet, wenn eure Zeit dereinst gekommen ist. So lebt denn wohl, Alrik, Yassia, Zayano, Amene und Lano, unsere Gebete mit euch auf eurer Reise.
Ein Strahl der Preios-Scheibe fiel in diesem Augenblick durch das Blätterdach und beschien die frisch angelegten Gräber. Ein warmes Gefühl durchflutete alle, als sie den Blumenschmuck auf die Gräber legten. Tränen wurden abgewischt und alle lagen sich in den Armen, um sich gegenseitig Nähe und Trost zu spenden. Die Worte Hektors hatten ihr Ziel nicht verfehlt. Nachdem sie zum Burgfried zurückgekehrt waren und zum Mittagessen um ein kleines Feuer saßen, blickte Vanya nachdenklich in die Flammen. Sie hielt eine Kette in den Händen und einen kleinen runden Stein, den sie immer wieder zwischen den Fingern umhergleiten ließ. Was hast du da, Vanya? Hm? Was? Na, das Zeug da, mit dem du schon die ganze Zeit rumspielst. Lass mal sehen. Hübsche Kette. Aber sie ist kaputt. Der Stein ist rausgebrochen. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Ich habe die Kette an diesem komischen Baum gefunden, wo wir Halt gemacht haben. Wisst ihr noch? Kurz bevor wir Brinwen aus dem Wasser gezogen haben? Ja, genau. An dem Hexenbaum. Oh je, dann ist es vielleicht ein Hexenartefakt. Leg es lieber weg. Ach, Hektor, nicht schon wieder. Nein, das ist kein Hexenartefakt. Aber irgendetwas ist wirklich komisch damit. Na, sag ich doch. Wenn es sich schon komisch anfühlt, wird es sicher verflucht sein oder so. Hektor, jetzt lass sie doch mal ausreden. Eben auf dem Weg zurück, da hat Brinwen uns doch gedankt. Besonders dir, Hektor, für die Ansprache und so. Ja, das war süß. Sie hat mich lange umarmt. Und das, obwohl sie mich auf dem Schiff nicht mal ansehen konnte. Was ist denn mit Brinwen? Der Stein. Der Stein hier ist von ihr. Sie hat ihn mir geschenkt. Als Dankeschön. Sie hat gesagt, dass wir von den Göttern zu ihr geschickt wurden und dass sie uns was geben will, was die Götter ihr vorher geschickt hatten. Diesen Stein. Wie jetzt? Nur den Stein? Ja, nur den Stein. Nicht die Kette. Aber der Stein passt wie angegossen in die Fassung. Seht ihr? Hier. Hast du sie gefragt, ob ihr die Kette gehört? Ja, hab ich. Aber sie hat sie noch nie gesehen. Den Stein hat sie in der Burg gefunden. Eines Tages lag er in ihrem Käfig, in der Breischüssel, sagte sie. Das war der Tag ihrer Flucht. Sie meinte, das war ein Zeichen der Götter. Ein Götterzeichen in einer Breischüssel. Komisch. Außerdem habe ich die Kette ja flussabwärts gefunden. Da, wo Brinwen gar nicht war. Sie kam uns ja im Wasser entgegen und ist auch an einer ganz anderen Stelle durch den Wald gelaufen und in den Fluss gesprungen. Von der Burg ist die Stelle auch ein gutes Stück weg und zudem auf der anderen Flussseite. Und dennoch, es passt wie, als würden zwei Sachen zusammengehören. Na, das ist doch klar, wie das zusammenpasst. Nein, Hektor, du behauptest jetzt nicht, dass eine Hexe den Stein bei Brinwen in den Brei geworfen und dann die Kette am Hexenbaum gelassen hat. Na, habt ihr eine bessere Erklärung? Ich finde, das macht Sinn. Erinnert ihr euch noch an diesen weißen Raben? Vielleicht war das eins dieser Hexentiere und die Hexe hat uns die ganze Zeit beobachtet. Hektor, hör auf mit dem Unsinn. Da waren und sind keine Hexen. Wer weiß. Zeig mal her. Was ist das überhaupt für ein Stein? Schön ist der, wie er funkelt. Faszinierend. Also wenn ich das richtig einschätze, dann habe ich diese Art Stein schon mal in den Büchern von meinem Urgroßvater gesehen. Ja, ich erinnere mich. Das ist ein sogenanntes Drachenauge. Ist nur ein Halbedelstein. Urgroßvater sagte immer, im Süden hätten sie da ganz viel von. Was machst du jetzt damit? Ich glaube, ich lasse den Stein in der nächsten Stadt wieder in die Fassung einsetzen und behalte die Kette als Erinnerung an unser Abenteuer. Das klingt doch gut. Na, was macht ihr hier? Ich habe gerade mit dem Herrn von Nilsitz gesprochen. Sie brechen morgen früh auf. Unsere Aussagen hat er protokolliert und Melinka begleitet ihn und kann ihm ja alles aus erster Hand erzählen. Unsere Anwesenheit ist also nicht vonnöten und wir können frei gehen, wohin wir wollen. Der gute Baron wirkte übrigens sehr angetan von Melinka, wenn ihr wisst, was ich meine. Puh,
Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Boah, Männer, ey. Ich wünschte, diese Melinka würde mal das bekommen, was sie verdient. Na, jetzt ist sie erstmal im Zelt von Herrn von Nielsitz. Aha. Im Zelt also. Jep, schon vor einer Weile. Hab sie lachen und feixen gehört. Feixen also. Ah ja. Oh, diese widerwärtige Schlange. Wirft sich an den erstbesten Mann mit dickem Geldbeutel ran. Ihr tut mir so leid, Herr von Elsternberge, dass ihr auf sie reingefallen seid. Ach, das ist schon in Ordnung. Ich habe mich eben mit ihr unterhalten und ihr viel Erfolg gewünscht, wenn ihr versteht, was ich meine. Nein, eigentlich nicht. Erfolg bei was? Boah, Hector, das ist doch klar. Trotzdem gönne ich das der ollen Kuh nicht. Ich wünschte, sie würde sich beim Feixen den Rücken verdrehen. Wie soll man sich denn beim Witze erzählen den Rücken verdrehen? Manchmal bist du echt komisch, Vanya. Ach, Hector. Ich hab dich auch lieb. Ach. Wo kommt denn der Rabe jetzt auf einmal wieder her? Die Hexe. Ich wusste es. Da fliegt er da hinten zum Zelt vom Herrn von Nielsitz. Und dahinter in den Wald. Weg ist er. Du musst also keine Angst mehr haben vor dem Raben. Also, ich werde heute Nacht aufpassen, dass er nicht zurückkommt. Hector, lass den Raben in Ruhe. Erinnerst du dich, was du mir am Fluss gesagt hast? Er könnte auch ein Zeichen Borans sein. Und nach deiner tollen Ansprache ist er vielleicht hier im Lager, um dir zu zeigen, dass du ein göttergefälliges Werk getan hast. Und du verscheuchst ihn direkt wieder. Ob das den Göttern so gefällt? Meinst du? Wir werden es wohl nie erfahren. Die Wege der Götter sind unergründlich. Dann ziehen wir morgen früh in Richtung Alpenhus weiter. Nur wir vier, immer der Nase lang. Oder dahin, wo uns die Götter weisen. Was meint ihr, Knappin Pottbrauer? Sollen wir eure beiden streitenden Anhängsel mitnehmen? Hey! Na, unbedingt. Ich bin dabei. Ich sowieso. Auf zu neuen Abenteuern. Also, für meinen Geschmack kann es jetzt ruhig etwas ruhiger zugehen. Ruhig? Ruhig ist doch langweilig. Ich werde schon dafür sorgen, dass du immer was zu tun hast, Hector. Du musst ja schließlich auf mich aufpassen, hat Patras gesagt. Oder? Richtig. Na dann, fang mich doch. Na warte. Komm, Aurea, die kriegen wir. Fröhlich, lachend, tanzend und ausgelassen verbrachten die Freunde den Abend. Leowin sah ihnen zu, wie sie nachlaufend spielten wie die Kinder, und dachte sich, dass er sie genau das machen lassen würde. Sie sollten Kinder sein, wann immer sie konnten. Nach all dem Grauen, das sie erlebt und gesehen hatten, waren es diese Augenblicke, die sichtbar machten, dass Unbeschwertheit wichtig war. Er war nun froh, dass sie ihn begleiteten. Er lächelte und zündete sich eine Pfeife an, blickte zwischen den Feuern umher, hinüber zum Zelt von Herrn von Nielsitz. Irgendetwas in ihm vermisste Melinka. Heimlich wünschte er sich, seine Lüge und sein Zusammensein mit ihr hätte funktioniert. Aber so wie es jetzt war, war es besser. Noch einmal nahm er lächelnd einen tiefen Zug aus seiner Pfeife und seufzte, schweren Mutes. Da erscholl ein schriller Schrei in den Nachthimmel. Au! Mein Rücken! Na, wenn das nicht faszinierend war. Der Druide legte ein Tuch über die Kristallkugel, durch die er und der Mekka-Drache soeben die Ereignisse beobachtet hatten. Sie haben Gewalt angewendet und die Burg in die Luft gesprengt. Wir haben die Kinder befreit, haben den Schuldigen der ordnenden Obrigkeit übergeben, die unschuldige Schwester gerettet und am Ende haben sie nicht einmal einen Lohn eingefordert. Die eine mit dem ausladenden Hintern hat doch große Sprüche geklopft und alles angenommen, was man ihr angeboten hat. Und sie hat den Ritter verraten. Hat sie das? Sie hat seine Geheimnisse gewahrt, insofern war sie treu. Und sie gehört nicht zu den auserwählten Spielfiguren. Ihre Handlungen sind also nicht relevant für deine Herren. Die Spielfiguren waren demütig und zielstrebig. Und gewalttätig.
Vergiss das nicht. Die Sprengung war das Werk des Alchemisten und der Kampf fand nur als Verteidigung ihrer eigenen Leben statt. Sie haben ehrenhaft versucht, den Herrn von Sturzenstein zur friedlichen Kapitulation zu überreden. Es ist nicht die Schuld meiner Spielfiguren, wenn andere sie zur Gewalt zwingen. Ihre Schuld, wenn sie zur Gewalt zwingen. Recht hat das Menschendings. Die Herrin wird entscheiden, ob sie es richtig gemacht haben. Ich bin mir sicher, sie entscheidet das weise, alter Freund. So wie ich das sehe, habe ich das Spiel gewonnen. Oh nein! Das Spiel ist noch lange nicht vorbei. Das war nur der erste Spielzug. Doch schon geplant, weitere fiese Aufgaben. Wir werden ja sehen, wie friedlich deine Spielfiguren sind. Testen wir das doch mal in einer kniffligen Auseinandersetzung. Ich bin mir sicher, meine Figürchen werden jede Aufgabe meistern. Sicher. Arrogantes Menschending sollte sich nicht so sicher sein. Warte ab, warte ab! Du weißt ja, was auf dem Spiel steht. Euer aller Leben.